Willkommen zurück zu Black Mirror. Weiter geht es hier auch. Ja, endlich. Starrer Draht, okay. Ein bisschen in Erinnerung rufen, was wir hier gesammelt haben. Lang, lang ist es her. Es tut mir echt leid. Ja. Für diejenigen, die viele meiner Projekte gucken, die haben den Grund schon gehört. Aber für diejenigen, die nur Black Mirror gucken, sage ich es auch hier nochmal. Until Dawn war schuld. Durchgesuchtet ohne Ende. Nichts anderes spielen wollen in der Freizeit, deswegen lief es so. Tut mir leid. Jetzt hat sich wieder alles normalisiert. Und deswegen können wir hier weitermachen. Wir wollten hier in Wales nämlich jetzt zum Grab. Das, was unser Großvater, was der Großvater, ich glaube schon, oder? Was William nicht beenden konnte, wollen wir jetzt zutage bringen. Wir brauchen hier noch ein Artefakt. Und deswegen gehen wir jetzt hier rein. Das Gitter ist abgeschlossen. Oh, nicht dein Ernst. Aber gut, vielleicht können wir ja hier eine Art Dietrich mit dem starren Draht bauen. Mal gucken. Nein, tut er eben nicht. Und tu mir das jetzt nicht an, sonst wüsste ich nämlich nicht, wo es weitergeht. Gibt es hier ein Schloss oder so? Ich guck mal eben. Das Gitter ist abgeschlossen. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Wir haben doch die Erlaubnis von, wie hieß es nochmal? Vergessen. Aber ich meine, wir haben die Erlaubnis bekommen. Das Schloss hält das Gitter zu. Ja, welche Überraschung. Mit bloßen Händen kann ich das Gitter nicht bewegen. Ja. Mit bloßen Händen kann ich das Gitter nicht bewegen. Deswegen dachte ich eigentlich, dass du so eine Art Dietrich da baust. Und dann, ne? Nee, will er nicht. Mist. Finde ich aber nicht nett von ihm. Also es ist das zum Grab. Ja, aber gibt es da eventuell noch ein kleines Schloss oder so, was ich anwählen könnte? Nee. Nicht wirklich. Einfach nur zum Grab mit bloßen Händen kann er das nicht bewegen. Was haben wir denn noch? Wir haben noch die Münze. Das ist natürlich Quatsch. Der erste heilige Schlüssel, der wird uns auch nichts bringen. Mein Multitool. Ich probiere es einfach mal. Nee, das kann nicht immer helfen. Ja, Problem, ne? Nee, das benutzt er auch nicht. Aber sonst habe ich nichts, was ich da irgendwie benutzen könnte. Das ist jetzt blöd. Das ist richtig blöd und ärgerlich. Ich habe fest daran geglaubt, dass wir hier jetzt sofort weiterkommen. Aber vielleicht... Moment, da war eben noch was. Da ist doch was. Ein steinerner Blumentopf? Haben wir uns den schon angeguckt? Wahrscheinlich, ne? Merkwürdig. Die Erde hier hat eine andere Farbe als anderswo im Garten. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Es bleibt aber rot, ne? Mit Rechtsklick geht nichts. Es ist, vielleicht kann man da irgendwas machen, aber ich wüsste nicht, was und wieso. Warum bleibt der rot? Das ist eigentlich schon mysteriös zum Teil. Eine andere Farbe. Ja gut, da kann ich jetzt aber auch nichts machen. Nee, nicht wirklich. Seltsam. Alles sehr seltsam. Aber gut, mit der Erkenntnis, dass wir hier nicht reinkommen, können wir vielleicht nochmal nett fragen gehen. Vielleicht kommen wir dann rein, wenn ich hier nochmal rauskomme. Versteht sich, zum verlassenen Gebäude, okay. Ach ja, genau, bei ihrem Mann waren wir ja auch noch nicht, fällt mir gerade ein. Abgeschlossen. Ja, da kommen wir scheint's auch nicht hin. Offenbar steckt der Schlüssel von der anderen Seite im Schloss. Ah. Da können wir doch Trick 17 machen. Hoffe ich doch mal. Ich könnte den Schlüssel aus dem Schloss schieben, aber er würde auf den Boden fallen und dann würde ich nie rankommen. Dann bräuchten wir irgendwie so eine Art Zeitung oder so. Oder eigentlich würde auch das alte Foto gehen, wenn du das irgendwie in den Türspalt klemmen könntest. Macht er natürlich nicht. Ich bin ihm viel zu intelligent anscheinend. Sie bewegt sich nicht einen Millimeter. Ich bräuchte irgendwie eine alte Zeitung oder meinetwegen auch die Todesanzeige. Aha, er macht es tatsächlich. Prima. So, das hat er jetzt da hingelegt. Deswegen können wir ja nun den Schlüssel runterfallen lassen. Und da haben wir ihn. Yay, wie cool. Ach, ich mag es, wenn die Rätsel logisch bleiben. So, Dele. Das Haus scheint verlassen zu sein.
Na, ich weiß ja nicht. Der hat sich ja da irgendwie verkrümelt mit seinen Experimenten, so hat ja die Frau erzählt. Vielleicht ist er ja irgendwo. Er ist ganz dreckig. Ja, von Haushaltspflege hält der Kerl jedenfalls nicht viel. Er ist leer, bis auf die Asche. Okay, und es bleibt rot. Er ist leer, bis auf die Was soll ich Asche. denn mit Asche? Egal. Dann bleibt's halt rot. Vielleicht muss ich ja irgendwann mal was verbrennen. Ist das eine Katze? Oh, wie süß! Sofort zur Katze. Wo ist sie hin? Warte, 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 die hat was fallen lassen. Wo ist sie? Sie ist nicht im Schrank. Es ist zu dunkel darin. Ich kann nichts erkennen. Der Schrank, der nach Narnia führt. Nein, ich hoffe nicht. Aber obwohl, wäre cool. Nein, wir nehmen lieber mal den Schlüssel mit. Was ist denn da? Oh, das sieht aber interessant aus, der Schlüssel. Vielleicht ist der wirklich auch für draußen. Ein Imbusschlüssel für Sechskantschrauben. Ah, für Sechskantschrauben. Lass mich mal nachdenken. Wo haben wir denn Schrauben gesehen, wo wir was aufschlüsseln könnten? Draußen irgendwo? Nee, ne? Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Oder ich habe es nur vergessen, weil die Pause so lange her ist. Naja, mal abwarten. Sie ist fest verschlossen. Sie wird von einem sechseckigen Riegel Ja, gesichert. Mensch, na dann. Aha, was haben wir denn da? Die Kerzen nehmen da mit, okay. Zeitungen, aber die interessieren ihn nicht. Feuerzeug. Ein Benzinfeuerzeug. Der Docht fehlt. Aber er nimmt es trotzdem mit. Sehr gut. Das könnten wir ja noch für unsere Zwecke bearbeiten, denke ich mal. Okay, gut. Also rein theoretisch könnten wir jetzt irgendwann mal ein Kerzchen anmachen, wenn das Benzinfeuerzeug ein Docht hätte. Und ich habe jetzt nicht das Material, um das irgendwie zu basteln. Der Docht fehlt, sonst würde es vielleicht funktionieren. Naja, wahrscheinlich. Eine alte Kerze mit festem Ach Docht. so, Moment mal. Nee, geht nicht. Ich kann das nicht miteinander verbinden, oder? Ja, das wäre eine Idee gewesen, den da abmontieren, daran irgendwie und dann. Aber das ist nicht ganz das, was sich Samuel hier vorgestellt hat. Okay, dann gucken wir uns noch weiter um. Der ist noch ein Kamin. Nur Ruß und Asche. Okay, wie trostlos. Teekessel habe ich mir schon angeschaut. Ich will keinen Tee kochen. Na sowas. Ich hätte jetzt fest. Ich bin fest davon ausgegangen, dass du jetzt unbedingt jetzt gerade Tee willst. Aber gut. Was haben wir denn hier? Schublade, ja. Ich würde eher gern das Innere der Schublade begutachten, aber das interessiert ihn anscheinend nicht. Nur ein paar Bögen Papier, einige Spielkarten und zwei Reagenzgläser. Ja, sieht so aus. Na gut. Davon brauche ich nichts. Bist du dir ganz sicher? Ich sehe nichts von Interesse. Ehrlich. Davon brauche Na ich gut. nichts. Was ist da eingekreiselt worden? Alte Kleinanzeigen. Dort wird wissenschaftliche Fachliteratur angeboten. Zwei Anzeigen sind mit Rotstift markiert. Ja, welche? Mensch. Okay, was haben wir da? Oh ja, ein Füller. Warum auch nicht? Vielleicht müssen wir irgendwann mal was schreiben. Eine kaputte Öllampe. Damit kann ich nicht viel anfangen. Ja, vermutlich. Sonst? Der Boden ist schwarz, als hätte jemand darin etwas verbrannt. Das sieht nicht wie die Asche von Zigaretten oder Zigarren aus. Ja, das stimmt. Sonst ist er leer. Na gut. So, die Flaschen interessieren ihn nicht. Ansonsten, da kann man jetzt auch nichts mehr untersuchen. Tja, so richtig gelohnt hat sich das Fleckchen jetzt nicht. Okay. Ja gut, wir haben immerhin einen Füller bekommen.
Die Patrone enthält blaue Tinte. Blaue Tinte, was willst du mir damit sagen? Für was könnte ich blaue Tinte gebrauchen? Noch habe ich keinen Schimmer. Eine alte Zeitung. Ja, steht was Interessantes drin? Ich will mir daran nicht die Hände schmutzig machen. Sollst du nur mal reinlesen. Komm. Eine alte Zeitung. Ach Mann, ist unser Freund hier heute mal wieder pingelig. Na gut, ich glaube, wir haben uns alles angeguckt soweit. Bis natürlich auf den Schrank. Den haben wir uns für einen guten Schluss aufgehoben. Der Ofen mit der Asche. Ansonsten da oben kommt man eh nicht ran. Na gut, gucken wir uns mal den Schrank genauer an. Nur altes Papier. Nein, tatsächlich sind das Zeitungsausschnitte. Ich sehe sie mir an. Junger, begabter Chemiker erntet erneut Anerkennung. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr hat der vielversprechende Chemiker Richard Gordon wohlverdiente Aufmerksamkeit erregt. Aha. Diese Woche gab er bekannt, dass seine Arbeit zahlreiche Verbesserungen auf dem Gebiet der Blutforschung bei Säugetieren mit sich bringen wird. Wollen wir ihm bei seiner Arbeit viel Glück wünschen. Seine Forschung auf dem Gebiet der Biochemie ist bahnbrechend. Daily Times, 1900... Der Text danach ist unleserlich. Ah, schade. Ich wusste gar nicht, dass wir einen berühmten Chemiker in der Familie haben. Tja, kannst du mal sehen. Schade, dass wir die Jahreszahl nicht ganz lesen konnten. Würde mich ja schon interessieren, wie lange das her ist. Aber gut, wir werden es erstmal nicht erfahren. So, so. Gut, jetzt nochmal den Schrank. Oder ist da oben noch was? Nee. Gut, Schrank. Ich kann darin nichts sehen. Ach ja, du wirst wahrscheinlich Feuer wollen, ne? Ah, prima. Was machen wir da jetzt? Ich meine, wir haben nicht wirklich was dabei, weil das können wir nicht miteinander irgendwie kombinieren oder klein montieren. Das klappt nicht. Die Kerze ist nicht angezündet. Ach nee. Okay, die blaue Tinte wird mir auch nicht helfen, um das Feuerzeug in Gang zu bringen, ne? Ja, ich weiß, ein sinnloser Versuch, aber blaue Tinte, wofür könnte ich denn blaue Tinte gebrauchen? Mal ehrlich, und einen Docht? Kerze, ja, zum Anzünden, dann ist klar. Ah, irgendwas fehlt. Ich überlege wegen dem Füller. Die Patrone enthält blaue Tinte. Warum betont er dieses Blau so? Das muss einen Grund haben. Blaue Tinte. Kann ich das da irgendwie abmontieren oder so? Ich will mal etwas versuchen. Oh mein Gott, er tut etwas. Oh mein Gott, er hat's getan. Du bist mein Held. Ja, mal wieder mein Multitool, Leute. Ich liebe mein Multitool. Ich sollte es eigentlich immer benutzen. Wir haben den Docht und den können wir jetzt ans Feuerzeug montieren. Jetzt müsste das Feuerzeug wieder funktionieren. Wer braucht schon eine Kerze, wenn man ein funktionierendes Feuerzeug hat? Juhu! Prima, jetzt leuchte. Da ist ein Riegel. Die Hinterwand vom Schrank lässt sich beiseite schieben. Wo könnte der hinführen? Na dann, finden wir es heraus. Ach, ist das wieder spannend. Verdammt! Wer zum Teufel sind Sie? Ich bin Samuel Gordon. Du hast mich halb zu Tode erschreckt. Was willst du? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass jemand hier drin ist. Wie bist du hier reingekommen? Wir werden auf jeden Fall versuchen, eine positive Antwort zu geben. Ich will ihn nicht verärgern. Hinter einem alten Schrank entdeckte ich einen Gang und eine schmale Treppe, die nach unten führte. Ich stieg hinunter in die Dunkelheit und spürte einen Türknauf vor mir. Und als ich die Tür öffnete... Warum hast du dich so leise hereingeschlichen wie ein Dieb? Ich wollte gerade etwas sagen, aber du hast mich sofort entdeckt. Ich bin froh, dass du wenigstens nicht lügst. Die Probe in dieser Flasche war das Letzte, was ich von dieser Substanz hatte. Tut mir leid, dass ich dir Unannehmlichkeiten bereitet habe. Es war nicht meine Absicht. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich brauche diese Substanz dringend für ein Experiment, das ich heute Abend durchführen will. Kann ich dir denn irgendwie helfen? Würdest du das tun? Ich werde es versuchen. Großartig. Die Flasche enthielt das Oxidationsmittel EX52.
Es ist weder ungewöhnlich noch teuer, aber es war mein letztes und ich bekomme erst nächste Woche eine neue Lieferung. Nächste Woche? Tja, wir sind hier ziemlich abgelegen. In den umliegenden Dörfern gibt es nicht einmal Fleckenentferner. Und wo soll ich dieses Oxidationsmittel herbekommen? Wenn ich das wüsste, würde ich es dir sagen. Du könntest dein Glück in Leechdale versuchen, müsstest aber bis zur Abenddämmerung zurück sein. Wenn du dich beeilst, müsstest du es rechtzeitig schaffen. Am Dorfplatz ist eine Apotheke. Da musst du hin. Ich werde sehen, was ich tun kann. Es ist Bor-Oxidationsmittel EX52. Schreib es auf. Es hat eine kräftige blaue Farbe. Du kannst es nicht verwechseln. Ich verstehe. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich habe viel zu tun. Bor-Oxidationsmittel. Na, großartig. Okay. Toll, dass der uns hier gleich integriert und zur Arbeit zwingt. Aber ich find's cool, dass wir anscheinend in ein neues Dorf dürfen. Ich habe jetzt schon gedacht, wir müssen zu Murray oder so. Nein, wir werden Schatz in ein Dorf müssen, dieses Bohr-Oxidationsmittel 52 holen. Und diese blaue Farbe, der Füller. Naja, mal gucken. Ich weiß nicht mehr, wie das miteinander zusammenhängt. Wir werden ja sehen. Ich will ihn eigentlich nicht verarschen. Ich will ihm schon das geben, was er braucht. Aber mal gucken, ob es das überhaupt gibt. Aber bevor ich überhaupt auf die Suche gehe, werde ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Sieht ja alles sehr interessant aus. Mechanische Pläne. Eine technische Zeichnung der Maschine in der Mitte des Zimmers, würde ich sagen. Coole Sache. Sonst? Unter der Zeichnung sind viele nicht zu entziffernde Formeln und Bemerkungen. Ja, super. Da kapiere ich doch eh nichts. Ich nehme eine. Was nimmst du? Du kannst doch nicht einfach was nehmen. Er hat eine Flasche genommen. Eine leere, oder? Moment, wir gucken mal nach. Eine kleine leere Flasche, okay. Na gut. Ja, meint. Sonst? Große Flasche. Das hat die gleiche Farbe wie der Inhalt des großen Behälters hinter mir. Das Zeug sieht ziemlich gefährlich aus. Ja, wer weiß, was der da macht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das Ganze ist wahrscheinlich Richards Erfindung. Ja, wem sonst? Den Kabeln auf dem Boden nachzuurteilen, hat es etwas mit Elektrizität zu tun. Interessant. Hier ist noch ein Gefrierschrank. Er enthält bestimmt Chemikalien. Ja, guck doch mal rein. Ich mache ihn nicht auf. Ich habe nichts reingestellt. Ja und? Er enthält bestimmt Chemikalien. Okay, will nicht. Gut. Sonst? Noch was auf dem Tisch? Nein? Die Ketten führen zur Decke des Turms. Wenigstens etwas Sonnenlicht fällt durch dieses Loch in der Decke. Ja, ist doch toll. Spart man Strom und Licht. Na gut. Ich könnte mit ihm auch nochmal reden, weil ich glaube, das wird nicht viel bringen. Aber ich werde es trotzdem tun. Ja, einfach so gleich eingeschleust, ne? Ohne ein bisschen, ne? Ja, wie geht's? Und kennst du William? So diese typische Smalltalk hat mir jetzt gerade ein bisschen gefehlt. Ich meine, die kennen sich doch eigentlich gar nicht so richtig. Und deswegen werde ich ihn jetzt gleich nochmal anquatschen, wenn ich meine, alles gesehen zu haben. Hier ist noch ein paar Bücher. Wissenschaftliche Bände. Physik, Astrophysik, nichts, was mich interessiert. Ja gut, du bist ja auch nicht der Wissenschaftler und nicht der Chemiker. Dich muss es ja nicht interessieren. Gut, jetzt glaube ich, haben wir uns wirklich alles angeguckt. Gut, dann reden wir nochmal mit Richard. Zuerst muss ich dieses Oxidationsmittel finden. Ach, das habe ich fast befürchtet. Na gut. Also, das klingt ja nach einem Freibrief, dass wir ja endlich dieses Anwesen mal verlassen dürfen. Raus in die Freiheit. Ab in ein neues, verschlafenes Dorf. Ich gehe mal einfach davon aus, dass es verschlafen ist. So, zum Garten. Ja, unser Familiengrab, es muss noch ein bisschen warten, wie man merkt. Mein eigentlicher Plan ist dahin. So. Und hier geht's raus. Mal gucken, ob ich darf. Oh, da wird ja tatsächlich was gemacht. Wahnsinn. Können wir miteinander reden? Was wollen Sie? Ich darf sogar darüber reden. Coole Sache. Also, was ist mit der Türklingel? Sie ist defekt. Was dachten Sie?
Das müsste schnell zu reparieren sein. Ich muss nur dahinter kommen, was das Problem ist. In Ordnung. Ja, dann viel Spaß dabei. Louis, ich möchte einen Blick ins Familiengrab im hinteren Garten werfen. Da gibt es nichts zu sehen, Sir. Darüber werde ich entscheiden. Können Sie es für mich öffnen? Nein, Sir, kann ich nicht. Madame hat es ausdrücklich verboten. Ich darf niemanden reinlassen. Ja, das wäre natürlich interessant. Ja, mal dem Heini zu helfen ist eine Sache, das Familiengrab, deswegen sind wir ja eigentlich hier, ne? Und ich weiß nicht, ich glaube diesmal, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich glaube, ich gebe diesmal eine negative Antwort. Ihn vielleicht mal ein bisschen anfahren und dann wirkt das hoffentlich, mal gucken. Eleanor hat mir erlaubt, mich frei zu bewegen. Er lügt. Wissen Sie noch? Ja, ich weiß, Sir. Aber ich bin mir sicher, dass sie dabei nicht an das alte Grab gedacht hat. Schon seit Jahren darf es niemand mehr betreten. Woher wollen Sie wissen, was sie sich dabei gedacht hat? Das Gitter bleibt geschlossen und der Schlüssel bleibt bei mir. Ich verstehe. Offenbar kann ich Louis nicht überreden, das Gitter für mich zu öffnen. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wer den Schlüssel hat. Ja, das können... Ich glaube, ich gehe jetzt. Das können wir uns natürlich zunutze machen. Ist ein bisschen schade, ne? Es gibt diese positiven und negativen Antworten, aber sie haben keinen Effekt. Also am Schluss kommt immer das Gleiche raus, mehr oder weniger. Man kann sich nichts verbauen, man kann auch nichts abändern durch diese Antworten. Dann frage ich mich, warum hat man dieses Feature überhaupt eingebaut? Aber na gut. Ich werde jetzt versuchen zu gehen. Ich glaube, ich darf gar nicht gehen. Schaut euch das an. Ich habe kein Ausgangssymbol. Das Problem hatte ich doch schon einmal. So, die Frage, ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht. Ich muss doch definitiv in diese Stadt. Das ist jetzt blöd. Hey, was ist mit diesem Werkzeugkasten eigentlich? Ich kann nicht an den Werkzeugkasten, solange Louis hier ist. Er würde es bemerken. Ja gut, was willst du denn da jetzt auch? Das ist doch jetzt blöd. Da ist doch nichts Spannendes. Also Louis ist hier immer noch beschäftigt. Ich kann anscheinend das Anwesen nicht verlassen. Ich hoffe, das ist kein Bug. Aber das ist jetzt nicht so tragisch, denn ich hätte noch eine Idee, was wir machen könnten. Wir könnten ja nochmal zu Eleanor und fragen, ob wir zu dem Familiengrab dürfen. Wenn sie uns die ausdrückliche Genehmigung gibt, dann... Oh, Samuel. Darf Louis auch nichts mehr dagegen sagen. Wie gefällt es dir hier? Hast du dich im Garten umgesehen? Ja, es ist wunderschön hier. Da fällt mir ein, arbeitet Louis noch im Garten? Ja, er repariert die Türklingel am Haupttor. Kannst du ihm bitte sagen, er soll das später machen und jetzt den Rasen mähen? Natürlich, ich sag es ihm. Zu lieb von dir. Das klingt gut, dann können wir vielleicht an diese Werkzeugkiste, auch wenn ich nicht weiß, warum wir daran sollten. Wir reden nochmal mit Eleanor. Nun... Ja? So, und wir können das Ganze auch ansprechen, das finde ich super. Heben wir uns das gerade mal für den Schluss auf. Darf ich dich fragen, wie die Komposition heißt, die du da spielst? Das ist eine ganz alte Melodie. Ich liebe diese Musik. Sie ist so melancholisch. Wenn es dich interessiert, kann ich heute Abend wieder für dich spielen. Das würde mich sehr freuen. Oh ja, da bin ich ja so wild drauf. Red mal über die Türklingel. Ich habe Louis deine Nachricht überbracht. Bis zum Abend will er die Türklingel repariert haben. Danke. Aber er muss doch jetzt den Rasen mähen. Okay, jetzt wird's interessant. Ich habe mir euer Familiengrab am Ende des Gartens angesehen. Es sieht recht gut erhalten aus, im Gegensatz zur Ruine auf dem Hügel. Ja, aber das Fundament versinkt allmählich im Morast. Ich habe keinen Schimmer, was man dagegen tun kann. Der Sumpf breitet sich immer mehr aus. In einigen Jahren werde ich ihn von meinem Fenster aus sehen können. Und diese ärgerlichen Insekten werden überall sein. Habe ich richtig verstanden, dass niemand das Grab betreten soll? Ich möchte dich bitten, für mich eine Ausnahme zu machen. Es tut mir leid, Samuel. Ich möchte wirklich nicht, dass es jemand betritt. Die Toten verdienen es, in Ruhe gelassen zu werden. Ich verstehe. Ich will dich nicht drängen. Na toll. Ich glaube, ich gehe jetzt. Okay, wir haben bei ihr keine Chance. Vielleicht war das auch das gleiche Hindernis, das William hatte. Dass er da einfach keine Erlaubnis bekam und sich damit halt zufrieden gegeben hat.
Das ist ein bisschen traurig, aber wir haben vielleicht andere Mittel. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir Louis da wegbekommen. Und wer weiß, vielleicht ist der Schlüssel ja in der Werkzeugkiste, aber das wäre eigentlich unlogisch. Na, mal gucken. Können wir miteinander reden? Was wollen Sie? Louis, Eleanor bat mich, Ihnen auszurichten, dass Sie den Rasen mähen sollen. Ich kenne meine Pflichten, Sir. Dafür habe ich im Moment keine Zeit. Okay. Ja, aber... Ich glaube, ich gehe jetzt. Hallo? Ich meine, Eleanor hat doch ganz klar gesagt, er soll das später machen und sich um den Rasen kümmern. Gibt's doch nicht. Ich lasse ihn in Ruhe. Unfassbar. Ey. Und rausgehen darf ich auch nicht. Na toll. Das hat's ja gebracht. Aber vielleicht werden wir im nächsten Part ja ein bisschen was mehr rausfinden. Vielleicht darf ich ja dann doch dieses Anwesen verlassen. Darf dem komischen Freak helfen. Vielleicht kann ich dem irgendwie den Schlüssel klauen und so weiter und so fort. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis es wieder heißt Let's Play Black Mirror.